Willkommen, Freunde. Kraft, Zielstrebigkeit, majestätische Schönheit, Treue und zugleich Verletzlichkeit und Empfindsamkeit. Pferde sind wirklich erstaunliche Geschöpfe. Der Brasilianer Wagner Figueiredo de Lima träumte seit seiner Kindheit davon, ein Pferd zu haben und ein echter Cowboy zu werden. Als Erwachsener hatte er endlich das nötige Geld zusammengespart und kaufte sich das Fohlen Sereno. Wagner konnte sich gar nicht vorstellen, welch treuen Freund er erwarb. Das Fohlen war so freundlich und dazu verspielt und unbesorgt, dass es sofort das Herz seines Besitzers eroberte. Der Mann verstand, dass sie gemeinsam alles können. Bald war das Fohlen zu einem stattlichen und schnellen Pferd herangewachsen. Wagner wurde zu einem semiprofessionellen Cowboy und trat 8 Jahre lang mit Sereno bei Rodeoshows auf, gewann Dutzende von Turnieren und Geldpreise. Der Mann hatte einen weiteren Beruf. Er war Beamter in der örtlichen Verwaltung. Aber manchmal reichte das Geld trotzdem nicht. Wagners Bruder erzählt, Wagners ganzes Leben war dieses Pferd. Seine ganze Leidenschaft und große Liebe galten diesem Tier. Manchmal verzichtete er sogar darauf, sich selbst etwas zu kaufen, um sicherzugehen, dass er sich Futter für das Pferd leisten kann. Viele Menschen boten ihm an, den weißen Hengst zu kaufen, aber Wagner lehnte immer ab. Leider hat das Schicksal Sereno und Wagner getrennt. Wagner Figueiredo kam am Neujahrstag bei einem Motorradunfall ums Leben, nachdem er die Kontrolle über das Fahrzeug bei einer Fahrt zum Stadtstrand verlor. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und überstand 2 schwere Operationen, verstarb aber schließlich an den Folgen der Verletzungen. Er war erst 34 Jahre alt. Sereno blieb allein zurück. Sein Besitzer verließ ihn für immer. Das Foto von Figueiredo und seinem Schimmel bei Facebook hatte die Unterschrift »Mein Pferd und mein Freund«. Wagners Bruder Wando wusste, wie viel Sereno im Leben des Verstorbenen bedeutet hatte. Deshalb entschied er, das Pferd mit zur Beerdigung zu nehmen. Während der Beerdigung geschah etwas Unglaubliches. Das Pferd begann Laute von sich zu geben, als ob es um den Verstorbenen weinen würde. Es war, als ob Sereno verstand, was passierte, und er wollte von Wagner Abschied nehmen, sagt der Bruder ruhig. Einer der Augenzeugen erzählt, dass das Tier zum Sarg lief, daran schnupperte, dann den Kopf hob und klagend wieherte. Man konnte sehen, dass die Gefühle ihn übermannten. Alle, die bei der Beerdigung dabei waren, waren zutiefst gerührt. Auch ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, sagt einer der Anwesenden. Den ganzen Weg zum Friedhof schlug Sereno mit den Hufen und weinte. Dann senkte er den Kopf über der letzten Ruhestätte seines Besitzers und nahm für immer Abschied. Wando schwor, dass er sich von nun an in Erinnerung an den verstorbenen Bruder um das Pferd kümmern wird. Sereno war sein Ein und Alles, sagte der trauernde Bruder den Journalisten. Das ist meiner Meinung nach ein leuchtendes Beispiel für echte Freundschaft, die selbst mit dem Tod nicht endet. Nach den Worten von Marcelo Servus, dem Tierarzt der brasilianischen Vereinigung für Pferdesport, der seit 20 Jahren mit Pferden zu tun hat, kann ein Pferd den Tod des geliebten Menschen wahrnehmen und ihn beweinen. Er sagte, ich habe noch fantastischere Geschichten gesehen und ich bin sicher, dass so etwas geschehen kann. Das war's für heute. Gebt dem Video ein Like und teilt es mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.